Führst du noch oder fühlst du schon? Oh. Führst du noch oder fühlst du schon? Was bedeutet es eigentlich, in der Hundeerziehung den Hund zu führen? Nun, das erkläre ich dir in diesem Video. Geht los. Go! Dogma TV. Wow. Herzlich willkommen zurück bei Dogma TV. Ich bin Dogma. Das ist mein hochtriebiger Australian Shepherd Silver. Und man hört es ganz oft. Du musst der Rudelboss sein. Du musst der Rudelführer sein, das Alpha-Tier, damit dich dein Hund wahrnimmt, damit sich dein Hund an dir orientiert und damit dein Hund überhaupt auf dich hört. Was bedeutet es nun, die Führung zu übernehmen? Was bedeutet es eigentlich? Ja, was sollst du machen? Musst du jetzt wirklich die ganze Zeit wie ein Soldat durch deine Straßen laufen und der Hund, der muss neben dir parieren? Oder heißt es, du musst auch mal grob zum Hund werden, dass der merkt, wer der Chef ist? Zum Beispiel die berühmt-berüchtigte Alpha-Rolle, ja? Wo du den Hund auf den Rücken schmeißt und mal abwartest, was passiert. Mach das nicht. Es ist gar nicht so schwierig, die Führung zu übernehmen. Du musst dazu kein Muskelprotz sein, ja, der vor Testosteron strotzt, sondern du kannst auch ein unsicherer Typ sein, der auch Angst vor seiner Umwelt hat, was aber auch berechtigt ist heutzutage. Die Führung zu übernehmen ist gar nicht so anstrengend, wie du es dir vorstellst. Du brauchst nicht die ganzen Moves und du brauchst keine dicken Muskeln und Testosteron. Du kannst einfach du bleiben und das ist doch erstmal die positive Neuigkeit. Du bleibst du und du musst überhaupt nichts an dir ändern. Der Hund, der hat dich schon lange durchschaut und er lacht sich kaputt, wenn du mit ihm so gestellt durch die Straßen gehst, ihn versuchst mit dem Knie zu blockieren, versuchst eine Pirouette um ihn herum zu drehen, in irgendeiner Form irgendwie zum falschen Timing meistens korrigierst, ja, und ihm irgendwas erklären will, worauf der eh hustet. Rudelführer hin, Rudelführer her. Also, es gibt ganz einfache Regeln in der Hundeerziehung. Das bedeutet, du handelst viel aus deinem Bauch raus. Hört sich eigentlich zu einfach an. Aber wenn du wirklich die Worte, meine Worte jetzt ernst nimmst, wirst du viel weniger Schwierigkeiten bei deiner Hundeerziehung haben und viel mehr Erfolge erzielen. Und das bedeutet, du rufst deinen Hund aus dem Bauch raus. Wenn jetzt Silver da rumschlawenzelt, ja, und da zum Beispiel sein Gras isst, ist es mir eigentlich egal. Also das bedeutet, ich brauche ihn nicht lieblos und halbherzig zu rufen, wenn es mir doch sowieso egal ist, ob er da jetzt weiter Gras isst oder nicht. Wenn ich sehe, okay, da hinten ist ein Maisfeld und da ist ein Maisfeld und der fixiert gerade so in die Ferne und ich bin mir nicht sicher, er ist nicht an der Leine, dann möchte ich schon, dass er zu mir kommt. Silver, hier zu mir. Und wenn es dir wirklich wichtig ist, dass dein Hund an deiner Seite liegen soll, dann sag es ihm konkret und sei konsequent. Wenn dein Hund nicht gleich hört, ja, weil du ihn gerufen hast, dann ruf nicht nochmal und dann ruf nicht nochmal, sondern geh hin und hol ihn zu dir. Wenn er es nicht anders versteht, dann mach ihn einfach an die Leine und bleib du selbst. Ich kenne viele Hundetrainer, die ihren Kunden, Coaches einreden wollen, du bist nicht gut genug. Du hast keine Ahnung von Hundeerziehung und leider wirst du niemals Ahnung von Hundeerziehung haben. Gott sei Dank, bin ich jetzt da, der super Hundetrainer und zeige dir, wie die Welt funktioniert. Aber das ist meistens nicht wirklich alles so Gold, was glänzt. Hört sich natürlich erstmal toll an, ja, vertrau mir und ich krieg dein Leben in den Griff. Aber du musst natürlich selber dein Leben in den Griff bekommen. Und ich sag dir mal so, wie es ist, dein Leben ist gar nicht so schlecht. Du musst gar nicht so viel in den Griff bekommen. Du musst nur einige Sachen beherzigen. Und zwar ist das wirklich, wenn du Probleme hast, zum Beispiel bei der Fremdhundebegegnung oder dein Hund findet andere Sachen spannender als dich in irgendwelchen Momenten. Die kennst du ja. Du kennst ja deinen Hund. Du kennst auch deinen Hund am besten und du kennst dich am besten. Also, wie sieht eine Fremdhundebegegnung aus? Du hast deinen Hund an der Leine, der zieht wieder. Du korrigierst, er muss vielleicht ins Sitz. Du drückst runter, du schnauzt ihn an. Du bist unruhig, der Hund ist unruhig und du hoffst, oh Gott, hoffentlich, ja, ist das gleich vorbei. Und da musst du wirklich als Rudelführer einschreiten. Und nur in dem Moment, wenn dein Hund nicht ansprechbar ist. Und jetzt sage ich dir, wie das richtig funktioniert. Ohne, dass du danach tief traurig bist und wieder so demotiviert, dass du erstmal die nächsten 3 Tage keine Lust mehr hast, mit deinem Hund rauszugehen. Und zwar ist es ganz einfach. Du
hast eine Leine. Im besten Fall die Dogma Trainingsleine. Schau dir die gerne mal an. Link in der Beschreibung. Wenn dein Hund stark ziehen sollte, ist das genau das Richtige für dich. So, dann legst du deinem Hund die Leine an. Oder wir nehmen mal an, er ist schon an der Leine, wenn da fremde Hunde um dich rumschlawenzeln. Und dann ist das ganz einfach. Du nimmst deinen Hund so weit kurz, dass er gerade noch die Gelegenheit hat, so ein bisschen auszuweichen. Ja? So ein bisschen auch Raum zu haben. Die Möglichkeit hat, nicht zu ziehen. Du nimmst sie nicht stramm, sondern dass die Leine leicht durchhängt. Und dann gehst du deinen Weg. Der Fremdhund kommt meinetwegen von links, ja, und du gehst nach rechts. Ja, du musst dich generell umdrehen, du musst jetzt auch nicht einen Riesenbogen laufen, aber so ein Stück ausweichen, so weit eigentlich, wie es geht, wie dein Hund dann damit klarkommt. Wenn der Weg zu dicht sein sollte, du nimmst deinen Hund so gut, wie es geht, auf die andere Seite. Ja? Das ist auch alles Theorie. Du nimmst den Hund auf die rechte Seite, du bist der Puffer, dann ist noch ein Puffermensch und daneben ist wieder der Fremdhund. Ja? Und alle bleiben auf ihrer Seite und schönes, ja, und schön und gut. Es funktioniert nicht. Dein Hund wird dich rüberziehen. Es sei denn, du hast die Dogma Trainingsleine, das ist eine Retrieverleine. Damit hast du bessere Ansprache. Schau dir gerne dazu dieses Video an. Jetzt sind wir aber dabei, du bist einfach in der Grundausstattung, in deiner Grundausstattung. Ja, du musst dich nicht ändern, du musst dein Equipment nicht ändern. Du bleibst einfach so, wie du bist. Du hast deine Leine. Der Hund ist im besten Fall eher am Halsband als am Geschirr, weil du bist ja doch im Trainingsmodus, ja? Freizeitmodus ist aber egal, du musst jetzt nicht panisch umswitchen, es ist halt am Geschirr, es ist egal. Du hast deinen Hund an der Leine, du weißt, du kannst ihn festhalten, das ist das A und O, du musst deinen Hund halten können, ja? Er darf nicht die Energie haben, dich wegziehen zu können mit seiner Kraft. Dann in jedem Fall die Dogma Trainingsleine, dann ist die leider für dich jetzt Pflichtprogramm, in dem Fall. Wenn du aber deinen Hund wirklich festhalten kannst und du hast jetzt keine Angst, dass er dich wegzieht, dann nimmst du deinen Hund und gehst bestimmt in die Richtung, wo du hingehen wolltest. Du guckst den Hund dabei nicht an, du sprichst den Hund dabei nicht an und du fütterst ihn nicht, wenn er es vielleicht besser gemacht hat als das letzte Mal. Also du belohnst ihn nicht und du bestrafst ihn nicht, du schnauzt ihn nicht an, du gehst einfach weiter. Ja? Du mautst nicht mit ihm, nichts. Gar nichts. Du gehst einfach weiter. Und ich sag dir mal so, wie es ist. Die ersten drei Male wirst du dich dabei ertappen, wie du es nicht schaffst. Du wirst es einfach nicht schaffen, weil du so in deinem Strudel bist, ja, in diesen ganzen Sachen, was du bei YouTube schon gehört hast. Die ganzen Tipps, die ganzen Moves, die ja bisher überhaupt nichts gebracht haben. Deswegen schaust du dir ja dieses Video an. Hat es was gebracht? Schreib gerne in die Kommentare. Wenn du es gelöst hast, ja, wenn du das Rätsels Lösung hast, dann schreib bitte die Lösung in die Kommentare, auch für die ganzen anderen Leute, die sich da noch schwer tun, die vielleicht auch hilflos sind und verzweifelt sind, ja. Den Leuten kannst du bitte helfen. Schreib es in die Kommentare, wie du das hinbekommen hast, deinen Hund leinenführig zu bekommen. Ob du auch sagst, okay, die Moves, ja, ist schön und gut, wenn du sie kennst, aber lass beiseite, geh einfach deinen Weg. Und es ist dein Weg. Du hast wahrscheinlich deinen Hund schon viel zu oft im falschen Timing belohnt. Du hast deinen Hund wahrscheinlich schon viel zu oft im falschen Timing bestraft. Und vielleicht fühlst du dich jetzt ertappt. Und wenn du das Video jetzt siehst und heute siehst, dann bitte ich dich, nur um diese Kleinigkeit möglichst nichts zu ändern. Dich nicht zu ändern, deinen Hund nicht zu ändern, aber deinen Hund kennenzulernen. Ja? Einfach mal auch zu wissen, wann ist er entspannt oder wann will er auf Jagd. Wann musst du dich sehr konzentrieren auf deinen Hund? Oder wann ist es relaxed? Das musst du für dich rausfinden. Und vor allem, wann gehst du los und bist entspannt? Oder wann gehst du los und bist angespannt? Hattest Stress auf Arbeit? Vielleicht tut dir auch nur der Rücken weh. Es reicht schon, dass du diese Spannung überträgst. Und das verstehe, dass wenn du Schmerzen hast, dass wenn es dir nicht gut geht, der Hund dementsprechend nicht gut laufen wird. Wenn der Hund im Außen ist, ja, dementsprechend nicht auf dich fokussiert ist, sich nicht an dir orientieren kann, weil er es gerade nicht kann. Ich habe hier einen fast vierjährigen, voll im Saft stehenden Hütehund, ja, hochtriebig. Wenn der nicht da ist, weil er es nicht kann, er meint es ja nicht böse, dann mach ihn an die Leine. Und lass ihn einfach bei dir. Und dann ist heute kein Freilauf angesagt. Hör auf deinen Bauch. Ja?
Guck mal, wie er fixiert. Ich höre auf meinen Bauch, klemm mir das Mikro an mein T-Shirt, nimm die Dogma Trainingsleine und nur zur Sicherheit. Ja, ich habe jetzt meine Aufmerksamkeit nicht beim Hund. Ich habe jetzt meine Aufmerksamkeit bei dir. Ja, ich spreche ja mit dir. So, also nur zur Sicherheit, Dogma Trainingsleine, 1,80 Meter lang, das ist keine große Sache. Wie man da reinschwupst, ist kein Ding. Ich muss sie jetzt auch nicht super einstellen, ja, weil ich nehme da, also ich gehe jetzt davon aus, er bleibt liegen. Aber er fixiert auch. Kann da jetzt was rauskommen aus dem Maisfeld? Ja, sind die gerade hier am Mähen? Ja, es kann immer was passieren. Deshalb Obacht. So, und das gibt mir jetzt schon wieder ein viel besseres Bauchgefühl. Kann ich ja schon viel besser entspannen. Muss nicht ständig den Hund fixieren, wo der Hund denkt, wieso fixiert die mich denn? Muss nicht schnell ständig ins Maisfeld gucken, um zu gucken, ob da auch wirklich nichts ist, wo der Hund dann denkt, warum guckt die da ständig hin? Ist da was? Ja, gucke ich dann auch mal hin. Nö, wir haben hier schön gebadet, es ist heute ein bisschen warm. Er kann sich neben mir drehen, ja, er kann sich da wälzen und er kann sich ja einfach auch mit entspannen. Es ist alles in Ordnung. Und das entscheidest du. Andere sagen, nee, der Hund, der muss ja neben einem sitzen und der darf sich auch nicht bewegen und so. Ja, wenn das bei denen so ist, dann ist es bei denen so. Ist okay. Das entscheidet jeder für sich. Also hab einfach den Mut, wirklich auch mal was für dich zu tun, was für dich zu entscheiden. Deshalb, gerade von vorne weg, führst du noch oder fühlst du schon? Nur die Führung. Wenn du nicht sowieso so ein Typ bist, wird das überhaupt nichts. Und die meisten von uns sind nicht die geborenen Anführer. Ja? Wir wollen auch entspannen, wenn wir von der Arbeit kommen. Wir wollen jetzt nicht noch den Hund rund machen. Da haben wir doch gar keine Lust drauf. Ja? Hast du da Lust drauf? Ich habe keine Lust, den Hund ständig zu korrigieren, weil er nicht perfekt ist. Ich bin auch nicht perfekt. Ich laufe auch nicht immer gerade. Ja, wie der Hund dann am Knie. Ja, ich sag auch ein und da steht auch keiner hinter mir, der ständig sagt, lauf gerade, lauf gerade, lauf gerade. Was ist denn dann? Was ist denn dann? Dann bist du bloß angenervt und dein Spaziergang macht dir keinen Spaß. Und so ist es beim Hund genauso. Ja, hier bei Fuß, bei Fuß, bei Fuß. Es macht keinen Spaß, also lass es doch einfach mal sein. Genieß das wunderschöne Herbstwetter, ja. Es ist so warm, geh mit deinem Hund raus, erlebt was, geht baden, geht in den Wald, ja, versteck ein bisschen Futter und mach dir nicht immer so viele Gedanken, verkopf dich nicht, lern dich selber ein bisschen kennen, lern dich selber auch mal ernst zu nehmen. Und das heißt nicht ernst zu nehmen als Rudelführer und ich habe hier die Macht und die Superpower, sondern ernst zu nehmen als, ja, pass auf, ich bin weich. Ja, ich mag vielleicht keine Leute sehen, heute oder morgen. Na und? Dann ist das mal dein gutes Recht, das dir auch selber mal einzugestehen und das auch zu leben. Du musst nicht mit jedem reden, ja? Und wenn es dir gerade nicht schmeckt, dass da ein anderer Hund ist, dann gehst du einfach eine andere Runde. Du musst nicht darauf beharren, irgendwo lang zu gehen, weil es jetzt die Übung ist und weil du irgendwann gehört hast, ja, du musst in jede Fremdhundebegegnung rennen, weil es dein Hund nicht drauf hat. Nee, musst du nicht. Du machst es, wenn du stark bist. Du machst es, wenn du dich danach fühlst. Und wenn jetzt Nachbars Lumpi kommt und heute ist der Tag, dann ist heute der Tag. Oder Nachbars Lumpi kommt und du denkst, ei, das geht doch schief. Dann geh weg. Du fühlst doch auch. Du fühlst auch. Hör bitte auf dich. Hör ganz, ganz viel auf dich. Ja? Und dann ist das wirklich die halbe Miete. Du musst deinem Hund nicht beibringen, durch die Beine durchzulaufen. Du musst dem Hund nicht den Wechsel beibringen. Du musst dem Hund eigentlich so gut wie nichts beibringen, wenn drei Sachen sitzen. Und das ist Sitz. Das ist hier, und das ist ein Abbruchkommando. Wenn die drei Sachen sitzen, hast du einen spitzenmäßig erzogenen Hund. Das reicht. Und wozu sind diese drei Kommandos denn gut? Ja? Also, Sitz, du kommst durch jede Fremdhundebegegnung. Ja? Du kannst in Urlaub fahren, dich ans Wasser setzen, ja? Und so weiter. Oder Promenade, bla bla. Der Hund sitzt. So, hier. Gerade im Freilauf. Der Hund kommt zu dir zurück. Ja? Er kann bei dir laufen. Wenn du eine Flexileine hast, 10 Meter, kein Problem, wenn du es magst. Hier. Und der Hund kommt zu dir. Das ist es. Und der Hund muss wissen, was Nein bedeutet. Sprich, auch wieder Thema, meinetwegen eine Katze läuft, der schlägt an, knallt in die Leine. Er muss wissen, dass das bedeutet, das soll er nicht machen. Er soll das gerade nicht machen, ja, oder meinetwegen vom Tisch fressen oder vielleicht auch draußen was essen, ja, ihr findet ein Stück Wurst und natürlich, da muss
das Sitzen. Die drei Sachen müssen einfach sitzen. Dieses beim Spazierengehen, der Hund läuft rechts und ja, da kommt vielleicht irgendwie gerade ein Kind oder so auf der Seite und du sagst Wechsel und der Hund geht rüber. Ja, das ist schön gut, kannst du machen, kannst du alles aufbauen. Oder wenn der Hund in die Mitte kommen soll beim Laufen oder. Es gibt ja zig Möglichkeiten. Ja, Hopp, Häng, Rolle, Pfötchen, alles was du willst. Aber konzentrier dich wirklich auf diese drei Signale. Und dann war es das mit der Hundeerziehung. Dann hast du einen super Hund. Ja, und den Rest, den machst du einfach so, wie du ihn machst. Wie du fühlst, wie es richtig und fair für dich ist. Ja? Geh auf den Hund ein, wen hast du da? Geh auf dich ein, wer bist du denn? Und das entscheidest du. Und nicht irgendjemand, der dich eine Woche kennt. Okay? In diesem Sinne, viel Spaß mit dem nächsten Video. Und ciao, bis DogmaTV. Achtung, 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 Achtung. Da ist noch eine Kleinigkeit und zwar mein Zweitkanal. Lass dich da mal gerne sehen. Das ist jetzt hier der Button mit dem Live. Da klickst du drauf, abonnierst den Kanal, Glocke und schau mal da gerne rein. Da kannst du mit mir live quatschen über Gott und die Welt, über Hundevideos und ja, da würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn du dich da sehen lässt. Dann kannst du mit uns natürlich auch noch durch Deutschland wandern, den Kanal auch gerne unterstützen mit einer Kanalmitgliedschaft und so weiter. Alles, was du willst. Super Thanks für Tiere in Not und genug gesabbelt für heute. Ich gehe mal noch ein Stück spazieren. In diesem Sinne, ciao, bis DogmaTV. Reaction.